Hallo und willkommen zu diesem Webinar über Messen und Prüfen mit einem Messtaste in SPTNG. Ich bin Johannes Jakob, Anwendungstechniker bei TB Technology. Zuerst zeigen wir Ihnen, wie man ein Tastwerkzeug erstellt. Hierfür haben wir schon einmal den geeigneten Rendisher-Tasthalter geladen. Nun fügen wir einen Tastschaft und Kopf hinzu. Es gibt viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie Sie sehen können. Durchmesser des Schaftes oder der Tastkugel. Jedoch behalten wir hier diese Standardeinstellungen. Nun erstellen wir den ersten Messzyklus. Hierfür wählen wir unser Messwerkzeug aus und können gegebenenfalls den Sicherheitsabstand anpassen. Nun zur Strategie. In diesem Fall wählen wir alle vier äußeren Flächen an. Hierbei erkennt SPD automatisch, dass wir eine Abstandsmessung durchführen wollen. Nun müssen wir den Zyklustyp noch anpassen, bestätigen und bestätigen dieses mit OK. Für den nächsten Zyklus wählen wir wieder die Probing-Messfunktion. Nun können wir auch verschiedene Messzyklen auswählen. Einzelnen Punkt, Taschen, Ecken, Außen und Innen. Aber hier möchten wir einen eigenen Punkt messen. Dazu wählen Sie einfach die gewünschte Fläche an. Und Esprit erzeugt Ihnen automatisch eine Vorschau, wo gemessen wird. Bestätigen mit OK. Nun schieben wir die Messzyklen ganz nach oben und simulieren diese. Hier sehen Sie die Abstandsmessung, zuerst in der X-Achse, dann in der Y-Achse und darauf folgt der einzelne Punkt. Nun sehen Sie noch weitere angehängte Fressbearbeitungen. Nun zeigen wir Ihnen ein fertig programmiertes Messprogramm, in dem Sie sehen können, was mit der Messfunktion von SPDHG alles möglich ist. Der erste Zyklus ist das Messen eines einzelnen Punktes. Darauf folgt das Messen einer Ecke mit programmierter Kollision, damit Sie sehen können, dass auch der komplette Halter kollisionsüberwacht ist. Darauf kommt ein Eckenmessen ohne Kollision. Nun sehen Sie eine Abstandsmessung außen. Und eine Abstandsmessung innen. Nun kommt ein einzelner Punkt in einer Tasche. Es ist auch möglich, Zylinder zu messen. In diesem Fall tun wir das über drei Punkte. Nun kommen wir zu einer Bohrung mit vier Punkten. Eine Kreistasche mit drei Punkten. Nun zu einer Rechtecktasche mit einer integrierten Insel. Sie können sehen, dass das Messwerkzeug abhebt. Nochmals das Messen eines Zylinders mit vier Punkten. Nun folgt eine Rundnot mit vier Punkten. Und noch verschiedene Abstandsmessungen.
Die letzten zwei Zyklen sind Kreistaschenmessungen mit indexierter Achse. Und dies war ein kurzer Einblick in die verschiedenen Messzyklen. In unserem dritten Beispiel zeigen wir Ihnen, wie wir eine Bohrung an einen Motorblock vorschlichten. Diese anschließend messen, um zu überprüfen, wie viel Material noch für die Endbearbeitung übrig ist. Nun folgt die Endbearbeitung mit einem Ausspindelwerkzeug. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, dass es auch möglich ist, andere Halterhersteller zu verwenden. Zuerst sehen Sie verschiedene Bohrzyklen und das Entgraten der Kreistasche. Im Anschluss das Tasten eines Messtasters nun wird die Bohrung getastet. Nun zeigen wir Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einer Drehfräs-Demo mit verschiedenen Fräsbearbeitungen. Die erste Bearbeitung ist ein stillseitiges Fräsen. Danach sehen Sie ein Konturfräsen auf der Rundachse. Nun folgen die Messzyklen wieder mit einem anderen Tasthalter. In unserem letzten Beispiel sehen Sie die Möglichkeiten, auf einer 5-Achs-Fräsmaschine in mehreren Positionen zu prüfen. Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Bohr- und Fräsbearbeitungen, die wir danach mit angestellter Achse messen werden. Und das war's auch schon. Vielen Dank, dass Sie bei unserem Esprit CNC Mess- und Prüfwebinar teilgenommen haben. Wir werden in den kommenden Wochen weitere Features in Esprit zeigen und würden uns freuen, wenn Sie an diesen auch teilnehmen würden. Schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.